Am Wochenende verwandelt sich die Münchner Innenstadt wieder in eine Hochsicherheitszone. Die Sicherheitskonferenz tagt, wie seit inzwischen mehr als 50 Jahren. Viel Anlass zum Optimismus hat Gastgeber Wolfgang Ischinger nicht, wieder einmal. Die Welt in Chaos, die Welt in Unsicherheit, Schlagworte wie diese prägen dieses Treffen bereits seit Jahren. Dabei darf durch darauf verwiesen werden, dass so mancher, der diesem Treffen seit Jahrzehnten die Treue hält, auch seinen Anteil am Zustand dieser Welt hat. Als transatlantisches Treffen versteht sich die Sicherheitskonferenz und versucht, mehr aus Verzweiflung als aus Überzeugung, dieser neuen Weltordnung Rechnung zu tragen, in der Europa und die USA nicht mehr den alleinigen Stärke- und Stabilitätspol bilden. Aufgabe des Treffens dieser diplomatischen Weltelite wäre es daher, nach Wegen zu suchen, wie sich die Konflikte der Gegenwart von Iran und dem Nahen Osten über Russland und Afrika oder in den weitgehend auf sich allein gestellten Ländern Lateinamerikas lösen lassen, ohne ständig auf die eigene, kaum herausgeforderte Stärke setzen zu müssen. Immer klarer wird dabei, ohne China wird das alles nicht funktionieren. Und voll möglich vollzieht sich im Tagungshotel im Bayerischen Hof derzeit ein Wandel. Denn tatsächlich wird die chinesische Delegation immer größer. Mit rein transatlantischem Denken wird es also in Zukunft nicht mehr getan sein.